Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr seht mich jetzt gleich bei meiner Lieblingsbeschäftigung, bügeln. Aber ich muss noch, also ich sammle mir immer so, wenn ich nähe, dass ich dann bei mehreren Werken, zum Beispiel die Flieseline, aufbügel, dass ich nicht zigmal das Bügeleisen rausholen muss, sondern dass ich dann halt nur einmal die Arbeit habe. Und ich habe zwei verschiedene Taschentäschchen, also eine Slingbag und dann noch für Freitag das Video. Ich habe eine neue Art und Weise, wie man eine Boxybag nähen kann, gesehen. Und das möchte ich gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich, glaube ich, noch 3 oder 4 T-Shirts zu bügeln. Das mache ich dann gleich in einem Schwung mit durch. Ich hebe mir auch von der Flieseline diese schmalen Abschnitte auf. Das heißt, ich mache das nicht in Müll, sondern gerade für solche kleinen Projekte, wie nun hier diese Boxybag, die ich nähen möchte, da finde ich das richtig praktisch. Das stückel ich dann halt, da ist es nicht so schlimm. Bei großen Taschen mache ich es nicht ganz so gerne, weil man das doch schon ab und an spüren kann. Aber gerade hier für so kleine Sachen ist das super geeignet. Hier war nur ein Knick drin, den habe ich erstmal rausgebügelt. So, und ich schneide mir das dann direkt hier am Bügelbrett auch zu. Ich gucke, wie viel ich brauche und schneide dann einfach mit der Schere das überstehende Stück ab. Und dann kommt es drauf an. Manchmal benutze ich das hier auch noch, wenn ich es gerade in dem Moment brauche. Ach, da fehlt mir noch so ein Stück. Aber ansonsten sind das so wirklich die Größenstücke, die ich dann auch wegschmeiße. Die sammle ich nicht noch. Weil wenn man das dann alles noch stückelt, das spürt man dann halt einfach hinterher. Das ist die Flieseline H630. Und die bügel ich gerne von der Stoffseite her auf. So, und das nächste, was ich nun ansetze, schaut mal hier, da ist noch genau meine Nahtzugabe, wo keine Flieseline drauf ist. Das ist perfekt. Da schneide ich nur hier so einen kleinen Rand ab. Es passt halt auch manchmal perfekt. Und dann versuche ich das wirklich richtig Stoß an Stoß zu legen. Nicht, dass da hier so ein Spalt oder so ist. Und überlappen tue ich auch nicht so gerne. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber auch das spürt man. Wenn ich das nun umdrehe, dann kann sich das schon leicht verschieben. Das heißt, wenn ich das nun hier mit dem Stoß aneinander lege, dann nehme ich erstmal das Bügeleisen und fixiere das erstmal hier von der Seite. Und dann drehe ich es um. Jetzt kann sich das nämlich nicht mehr verschieben und mache nun hier den richtigen Fixiervorgang, also die 15 Sekunden. So. Und so hält das und ist hier, also von der Seite sieht man das nicht, man spürt das auch nicht. Und so habe ich halt noch die kleinen Fließstücke auch noch mitverarbeitet. Hier habe ich nun so einen ganz dünnen Outdoor-Stoff. Das ist 100% Polyester und wie ihr seht, wirklich sehr dünn. Und ich will hier raus eine Slingbag nähen. Und da verstärke ich den Außenstoff hier mit der H250, S320 geht auch. Ich habe jetzt aber die H250 gerade hier. Und wenn ich das mache, dann bügel ich die Flieseline bei solchen Stoffen lieber von der Rückseite zu. Und das ist hier halt auch eine dünne Flieseline, die hat ja auch kein Volumen, sondern die bringt nur Verstärkung. Das heißt, da kann man auch fester drauf drücken als wie hier bei der H630. Wenn ich hier von der flauschigen Seite, also von der Volumenseite, ganz fest drauf drücke, dann drücke ich mir quasi das Volumen kaputt. Also dann ist es nur noch eine platte Fließeinlage. Und das hier wird diesmal eine ganz besondere Slingbag. Also das ist dieser dünne Outdoor-Stoff. Und das hier ist so Isolierstoff. Das ist diese Matte, die man vor die Windschutzscheibe macht. Und es wurde sich eine Slingbag, also eine Sandra Slingbag gewünscht, die große, mit so einem Isoliermaterial, dass man dann hier halt seine Getränke reinmachen kann und dass das gekühlt ist. Und so hat man es dann halt immer bei sich.
quasi eine Slingback-Kühltasche und man hat halt die Hände frei, ne, weil die Slingback so schön am Körper liegt. Mal sehen, ob das mit dem Stoff, so wie ich mir das vorgestellt habe, funktioniert. Es gibt ja extra solchen Thermostoff, also solchen Isolierstoff. Damit habe ich aber noch nicht genäht und das habe ich noch zu Hause. Also Versuch macht klug. Und da das Bügeleisen ja nun schon an ist, bügele ich die paar T-Shirts, die ich in der Bügelwäsche habe, halt gleich noch mit. Was ich auch erst vor kurzem für mich entdeckt habe, ist, also ich wasche seit Ewigkeiten schon mit Waschpulver. Ich habe immer von Frosch das Waschpulver gehabt. Und es gibt ja für schwarze Wäsche extra so schwarzes, also das ist ja dann kein Waschpulver, sondern Waschmittel, das ist ja so flüssig. Und wie gesagt, ich bin jetzt 49 Jahre alt, also ich wasche schon ziemlich lange. Und da habe ich das, ich glaube vor 2 Monaten das erste Mal ausprobiert. Und oh mein Gott, ist das ein Unterschied. Und da habe ich mir jetzt für unsere schwarze Wäsche, weil wir sehr gerne schwarze Klamotten anziehen, dieses Waschmittel gekauft. Einfach nur von Coral. Ich habe da ja keine Ahnung. Es funktioniert. Es ist richtig super. Und ich meine, ich habe jetzt natürlich keinen Langzeittest und nix. Aber dadurch, dass der schwarze Stoff halt wirklich dann auch so schön aussieht und nicht so gräulich wirkt, so ausgibt oder wie man das nennen möchte, hat man wahrscheinlich auch noch etwas länger von den schönen schwarzen Sachen dann. Ich mache aus dem Bügeln ja wirklich keine Kunst. Es geht auch recht schnell. Wir haben auch keine komplizierten Sachen zum Bügeln. Ich mache es trotzdem nicht gerne. Mit Bügeln bin ich fertig und nun mache ich das Mittagessen. Heute gibt es bei uns kalte Küche, aber wie ich finde, bei dem warmen Wetter ist das richtig gut. Und zwar gibt es Wraps. Im Sommer essen wir das recht gerne. Und zwar nehmen wir da gerne oder am liebsten die... Wo habe ich sie hingelegt? Wo sind sie? Ah, hier. Die großen Wraps, also diese Dürren. Und die hier haben wir aus dem Edeka oder Lidl. Die kann man nämlich besser rollen. Die haben auch einen anderen Geschmack. Also die schmecken schon ein bisschen anders als Wraps. Und es passt halt mehr rein. Ich möchte dazu noch so einen Kräuterquark machen. Also in diese Wraps kommt dann so ein Kräuterquark. Und dann hole ich draußen erstmal ein paar Frühlingszwiebeln. Und das sind immer noch die Frühlingszwiebeln, die ich... Wann habe ich die gemacht? Im Mai habe ich die gesät. Und ich habe auch schon einige geerntet. Das war ja hier so eine komplette Reihe. Und die sind hier drinnen aber immer noch richtig schön. Oh, sind ein paar mehr rausgekommen. Naja, wird was mehr in Quark reingerührt. Die haben halt nur nicht solche dicken weißen Enden unten, sondern so, aber das gut schmecken tun die trotzdem. Und hier habe ich nun meine Pimpinelle drin, die hat mir ja meine Schwiegermama mitgebracht, und hier den Schnittlauch, den hatte ich ja erst in so einem einzelnen Blumentopf, aber da ist es ihm nicht so gut gegangen, wie ihr seht. Hier ist das so ein bisschen... Naja, es hat ihm nicht gefallen und dann habe ich ihn jetzt hier in das Große reingesetzt. Und hier hat mir eine Freundin noch Zitronenmelisse mitgebracht. Und da habe ich jetzt hier auch Kräuter drin. Kräuter gehen bei uns wirklich richtig gut. Und so sieht es momentan auf unserer Terrasse aus. Schaut mal hier, diese Blumenwiese oder Bienenwiese. Diese Samen, die ich gesetzt habe, wie schön bunt die jetzt sind. Und auch noch die Funkchen hier, die haben ein paar Blüten. Hortensien wollten dieses Jahr nicht so. Also wie ihr seht, ein paar Blüten habe ich dran, aber nicht so viele. Der Sonnenblume geht es nicht so gut. Und hier drüben dann halt noch die Kräuter. Der Oregano, der wuchert und wuchert, den kann ich dann mal trocknen. Thymian, Rosmarin.
Ich möchte auch, dass der Kräuterquark ein bisschen durchzieht, deswegen mache ich den nun als erstes. Ich habe hier noch einen halben Sojajoghurt übrig. Eigentlich nehme ich für sowas lieber Skier, aber den hatten sie nicht. Und den habe ich für gestern für was gebraucht. Und jetzt habe ich noch einen halben, dann brauche ich die nun auf. Ich mache den jetzt auch gar nicht, also ich fülle den gar nicht um, sondern ich mache den Kräuterdip einfach hier drinnen. Da brauche ich nichts anderes dreckig machen. Das Schöne an Frühlingszwiebeln ist, man hat einmal so diesen Schnittlauchgeschmack und aber auch einen leichten Zwiebelgeschmack und nicht zu einem starken Zwiebelgeschmack. Also die Kombi finde ich richtig lecker. Aber auch von denen kann man Tränen in die Augen bekommen. Hui! Die kleinen Scheißerchen hier, die haben es in sich. Und jetzt wird sich wieder aus dem Handgelenk. Was aber auf jeden Fall dran muss, ist Salz, dann was Saures und dann nehme ich am liebsten Zitronensaft. Ich finde, das ist wirklich so wichtig, egal ob man jetzt Quark, Joghurt, pflanzlich oder nicht pflanzlich macht. Wenn man da Zitronensaft dran macht, dann ist halt so dieses Dröge, gerade bei Quark oder so, das wird da rausgenommen und ich finde halt, dann schmeckt das viel besser. Und ein bisschen Zucker muss aber auch noch dran. Normalerweise würde ich auch noch ein bisschen Knoblauch dran machen, aber wir haben heute einen Tierarzttermin und ja, da will ich nicht unbedingt Knoblauch essen. So, und das mache ich jetzt immer hier so aus dem Handgelenk raus. Fertig. Perfekt. Dann schnibbel ich jetzt noch einmal das Gemüse klein und den Salat. Und den Salat schneide ich dafür gerne in sehr, sehr feinen Streifen. Nicht, dass man da so große Salatbrocken drin hat. Und an der Gurke lasse ich auch gerne die Schale dran, dann hat sie einfach ein bisschen mehr Biss. Dann habe ich hier noch eine gekaufte Frühlingszwiebel und die lege ich einfach so mit in die Wraps rein. Das Gemüse ist fertig geschnitten. Ich habe auch nur eine halbe Tomate und auch erstmal nur eine halbe Paprika reingemacht, weil ich denke, das ist doch hier so ausreichend. Die Karotte, die habe ich auch geraspelt. Ich finde, das schmeckt besser in den Wraps. Und jetzt geht es an zu zusammenbasteln. Den Dürüm hier, den schmiere ich nun erstmal unten mit Ibi Hot ein. Oh, das ist so ein leckerer Aufstrich. Der ist auf Sonnenblumenkernbasis und ist halt hot, also schön scharf. Und der hat auch so eine richtig schöne feste Konsistenz. Und dann schmecken die Wraps hinterher. Also da brauche ich keine Gewürze und nichts mehr drauf machen, sondern das Ibi hier bringt genug Geschmack mit. So, und dann lege ich das nicht ganz an den Rand hier, sondern so, dass ich dann hinterher was zum Einrollen habe und mache von allem ein bisschen was rein. So, und dann obendrauf noch ein Klecks von dem Joghurt hier. Dann ist das Ganze nämlich auch noch schön erfrischend. Dann einmal zusammenrollen und bei der ersten Rolle hier oder ersten Drehung, da mache ich das Ende von dem Wrap, mache ich hier so ein bisschen fester dran. Dann lässt sich das jetzt viel einfacher rollen und hält dann auch besser zusammen. Und deswegen nehme ich halt auch gerne diese Dürüms, weil die einmal größer sind und der Teig ist halt schon ein bisschen anders. Und dann mache ich hier noch an den Rand einfach ein paar Spieksis hin.
Die benutzen wir immer wieder. Also die waschen wir dann auf und dann benutzen wir die wieder. Zum Beispiel auch, wenn wir Hamburger machen, machen wir die oben gern rein. Dann einmal durchschneiden. Voilà, die Wraps sind fertig, halten so. Ich bereite jetzt nämlich ein paar Stück vor und die legen wir dann einfach in den Kühlschrank und dann haben wir heute über den ganzen Tag und heute Abend, die schmecken auch noch morgen recht gut, ein schnelles Essen. Das geschnittene Gemüse hat jetzt genau für 5 Wraps gereicht. Die passen hier auch super in meine 2 Boxen rein. Ich habe jetzt nur noch etwas von dem Kräuterjoghurt hier übrig, aber das ist ja kein Problem. Den kann ich ja auch noch heute Abend oder morgen einfach mit ein paar Gemüsesticks essen. Und so kann ich das jetzt in den Kühlschrank stellen und dann kann man sich dann halt, wenn man Hunger hat, einfach was rausholen. Guten Hunger! Ich habe ja in letzter Zeit einiges geplottet und da hat meine Klebewirkung hier von der Matte um einiges nachgelassen. Und das wollte ich heute mal wieder ein bisschen auffrischen. Also ich habe das vorher nicht irgendwie ausprobiert, sondern das ist Premiere. Ich habe mir da, wie gesagt, 2, 3 Videos zu angeguckt und dann mache ich das jetzt mal so. Ich habe hier einfach nur ein bisschen Spüliwasser und damit mache ich nun hier die... Der Kleber, der bisschen, der hier noch drauf ist, einmal ab. Na, das geht schon mal ganz gut. Das hat jetzt keine 5 Minuten gedauert und die Matte ist wieder schön sauber. Und guck mal hier, die klebt jetzt sogar wieder ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch Kleber drauf sprühen muss. Aber mehr rubbel ich da jetzt nicht ab, weil das ist diese ganzen Fusseln und was da drauf war, das habe ich schon abgekriegt. Das ist sauber und mir reicht das jetzt so. Ich habe mir hier diesen Sprühkleber wieder ablösbar gekauft. Das ist wohl auch ganz wichtig, dass er wieder ablösbar ist. Und ich habe mir aber noch was anderes bestellt und zwar von Oda, wie das auch immer heißen mag. Ich wollte beides gerne mal ausprobieren, ob es da irgendwelche Unterschiede oder so gibt. Aber das habe ich auch bei einer anderen YouTuberin gesehen, dass die hier diesen Kleber benutzt hat. Und meine Matte, die hat jetzt zwar wieder so eine leichte Klebewirkung, aber ich werde das jetzt einfach trotzdem einmal hier mit einsprühen. Ich lege hier nun erstmal alles mit Zeitungspapier aus. Nicht, dass der Sprühkleber hier irgendwo anders hingeht. Mann, muss ich dafür rausgehen? Nö, kann man auch im Raum machen. Gut. Und die Ränder hier, wo dann die Rolle von dem Plotter drüber läuft, da darf dann kein Kleber hin. Das heißt, ich habe mir jetzt hier einfach Kreppband genommen und werde das genau hier an der Linie entlang einmal komplett drumherum draufkleben. Die Matte ist nun abgeklebt und ich habe mir das eben schon mal hier durchgelesen. Aus 15 bis 30 cm Entfernung soll man das gleichmäßig draufsprühen. Natürlich vorher gut schütteln. Und dann muss man das Ganze noch 10 Minuten trocknen lassen, ablüften lassen. Ja, das war ja jetzt kein Hexenwerk. Jetzt halt nur noch abwarten. Die haben geschrieben, man soll das so lange trocknen lassen, bis sich hier keine Fäden mehr ziehen. Macht's aber gar nicht. Ach, ich lasse das jetzt trotzdem mal hier 10 Minuten liegen. Ich habe ja hier auch noch diese Stoffmatte. Habe die für Stoff noch nicht genutzt, sondern als Tanja und ich das Wochenende so viel geplottet haben, haben wir einfach das hier noch mit drauf gemacht. Ging auch einwandfrei. Aber ich habe eine Idee mit Stoffresten und dem Plotter. Und da möchte ich natürlich, dass dann hier die Matte 1A funktioniert. Ah ja, die klebt nämlich auch kaum noch. Die will ich dann auch noch machen, damit das dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle mit den Stoffresten. Und einige von euch haben auch gefragt, wie das denn ist mit der Folie, wenn die gewaschen wird, wie die dann aussieht. Ich habe hier mal so einen Probedruck, Plot,
Und den habe ich hier auf Canvas 100% Baumwolle aufgebügelt. Und das hatte ich jetzt schon dreimal mit in der Wäsche, bei der 30-Grad-Wäsche, ganz normal, beim normalen Waschgang, also nicht irgendwie Schonwaschgang oder so. Ich habe das Ganze nur in Wäschenetz reingemacht, weil wenn ich selber auch solche T-Shirts oder sowas habe, wo so ein Print drauf ist, ich wasche das gerne auf links. Und das hier konnte ich ja nun nicht auf links drehen, das ist ja nur so ein kleines Stoffstück, und deswegen habe ich das in ein Wäschenetz reingemacht. Einfach dreimal hintereinander habe ich das mitgewaschen. Und ich kann es ja noch mal zeigen. Also, ich finde, das ist da immer noch einwandfrei. Also, hier hat sich nichts irgendwie abgelöst. Ich habe jetzt hier auch schon drüber gebügelt, natürlich von der linken Seite drüber, weil hier darf man ja nicht mit dem Bügeleisen drüber. Und also. Sieht noch einwandfrei aus. Die 10 Minuten sind um. Ich habe derweil noch meine Stoffmatte hier gewaschen. Die klebt auch noch ein bisschen, hört man recht gut. Und jetzt will ich aber hier erstmal das Kreppband abmachen und dann natürlich noch probieren, noch so eine Folie oder so hier drauf zu kleben, wie die sich dann noch wieder ablösen lässt. Ich habe hier noch dieses Teststück von das ist die Vinylfolie, also wo man dann mit Aufkleber macht. Und ach, ich lege das jetzt einfach mal hier drauf und dann einmal wieder abziehen. Ja, muss ich dann halt nur noch mal probieren, wenn ich was plotte, ob das dann wirklich hier alles so an Ort und Stelle bleibt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe heute nichts zu plotten. Ich fahre morgen wieder zu Tanja und da wollen wir nämlich noch einiges plotten. Und da werde ich die dann ausprobieren. Ich werde euch dann berichten. Dann mache ich jetzt hier die Folie drauf, die Schutzfolie, und werde die andere Matte auch noch gleich einsprühen. So, ich lasse das jetzt hier auch noch trocknen, obwohl das sieht schon so trocken aus. Ich denke, der Vlog ist auch schon wieder lang genug geworden. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Wenn ihr den Vlog seht, sind es nur noch 2,5 Tage bis zum Stichtag. Oh mein Gott. Ja, und dann sehen Tanja und ich ja einige von euch. Und ich nehme auf jeden Fall da auch die Kamera mit. Ich weiß nicht, wie viel ich da mitfilmen kann, weil ich möchte mich ja lieber mit euch unterhalten, anstatt dann selber ständig zu filmen. Und wir haben ja auch noch einen Videografen, der das ganze Event auch festhält, dass wir später dann auch noch was von haben. Und auch für die Leute, die halt nicht auf das Event kommen können. Genau. Okay, also ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Habt weiterhin Spaß daran, kreativ zu sein. Und bis zum nächsten Mal.